Hallo und herzlich willkommen bei Physik mit Kalle. Wir machen heute aus dem Bereich Schwingungen und Wellen Beugung und Interferenz. Für dieses Video solltet ihr bereits den Film zum Huygens'schen Prinzip gesehen haben. Wir lernen heute, was Beugung bzw. Interferenz ist, wie ich mir Beugung am Einzelspalt mit dem Huygens'schen Prinzip erklären kann, und wie das Interferenzmuster eines Doppelspalts aussieht. Unter Beugung versteht man die Ausbreitung einer Welle in den Schatten eines Hindernisses. Diese Ausbreitung können wir mit dem Huygens'schen Prinzip erklären und sie kann außerdem Interferenzmuster verursachen. Und deshalb wollen wir natürlich auch gleich wissen, was Interferenz ist. Von Interferenz spricht man, wenn sich zwei oder mehr Wellen überlagern. Dies kann zu einer Vergrößerung oder Auslöschung der Amplitude führen. Man nennt das auch konstruktive bzw. destruktive Interferenz. Stellen wir uns vor, wir richten eine Taschenlampe auf einen sehr schmalen Spalt, zum Beispiel in einem Stück Karton. Wir erwarten, an der Wand einen Lichtstreifen zu sehen, der genauso schmal ist wie unser Spalt. Stattdessen sehen wir aber eher so ein Bild. Ich erhalte also nicht nur ein sehr ungenaues Bild meines Lichtstreifens, sondern dazu auch noch zwei weniger helle Lichtstreifen links und rechts davon. Warum mein Abbild so ungenau ist, lässt sich gut mit Hilfe des Huygens'schen Prinzips erklären. Wir können uns vorstellen, das Licht, dargestellt als ebene Wellenfront, trifft unseren Einzelspalt. Nach dem Huygens'schen Prinzip ist nun jeder... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com